Dieser Defekt und Sturz. Ist das Reglement hier in, vom BDR anders aufgestellt worden. Amateure sind alle die, die die Lizenz gezogen haben. 3, 2, 1, auf geht's, Senioren! Hier beim großen Preis, beim ersten großen Preis der Stadt Trier, powered bei den Stadtwerken aus Trier. 60 Runden durch die Innenstadt, in der ältesten Stadt Deutschlands. Wir sind hier von den Stadtwerken hier und organisiert vom RV Schwalbe. Werden hier der Felix gleich überrundet wird von dem Riesenfeld, was wir hier haben. Stefan Fettes von Freiweg Serich ist auch dabei. Gerade wieder weg hier, wollen wir mal gerade gucken hier, was unser Geschäftsführer. So, ich stehe jetzt hier, das Amateurrennen in Nordrhein. So, habe jetzt hier Mikrofon, Yannick Schavio, einer der Cheforganisatoren neben Louis St. Johansa, hier vom Rennen. Kann man, wenn man kurz, jetzt ist das Elite-Rennen, also Amateurrennen in Nordrhein. Mit Philipp, deinem Vereinskameraden, vorne der Spitze mit dran, hier mit dem Junior. Sag mal ganz kurz zum Rennen heute. Ja, freut uns natürlich alle. So, noch vier Runden, noch vier Runden. Noch vier Runden. Und verändert, genau, ja.
Noch vier Runden zu fahren. Also nochmal die mit den dreistelligen Startnummern. Das sind die und Leo Brecher bei den Jugendfahrern. Bei den U19-Fahrern. Auch im Trier hier durchgefahren und jetzt das Rennen in der Stadt. Wie findest du das, dass die deutsche Tour der Ansporn war, hier in Trier ein Radrennen nochmal mitten in der Stadt durchzuführen? Ich kenne das Rennen in Tierweiler, da war immer ein bisschen wenig los, aber jetzt hier bei dem Wetter hätte ich nicht so viel Publikum erwartet. Ist natürlich schön zu sehen, weil ja, bei der Deutschlandtour sind wir glaube ich auch hier durchgefahren. Bisschen, hast du gar keine Augen dafür gehabt? Wir haben da drüben die Porta Nigra. Wir sind in der ältesten Stadt Deutschlands, alles Welterbe hier. Der Dom hier, ne? So, da hast du das gar nicht. Wer ist jetzt hier mit ausgewiesenen Rennfahrern hier um die Kurve hier? Wie siehst du das, Peter? Ja, mittlerweile bin ich eigentlich eher Mountainbiker als Triathlet. Und, Mountainbiker, ja, war ich bei den Weltmeisterschaften gewesen. Für mich eine Ehre hier, wo ich seit fast 10 Jahren wohne, dabei zu sein. Ich habe natürlich eigentlich bei den Jungs hier nicht allzu viel verloren, weil es natürlich schon für Spezialisten ist. Ich mache eigentlich eine andere Sportart, aber ich freue mich drauf und schau mal, wie es läuft. Super. Und da auch immer für einen guten Zweck fährt, aber auch ein Amateurteam. Wie gefällt es dir, nach Trier zu kommen? Ja, im Prinzip ist Peter ja ein Teamkollege, deswegen bin ich hier. Er ist ja jetzt heute in einem Club-Trikot hier einfach am Start und da wollten wir zusammen jetzt hier am Start stehen. Sieht gut aus. Mal gucken, wie rutschig das ist. Also das Kopfsteinpflaster, das wirkt mit einigermaßen Luft noch zu haben, im Gegensatz zu anderen Städten. Okay, 3, 2, 1, aufgelegt, Elite-Amateure zum Hauptrennen beim großen Preis der Stadt Trier. Und Platz 1 war der Philipp Becker vom RV Schwalbe. Herzlichen Glückwunsch an euch dreien. Auch hier gibt es wieder eine Flasche Magnumsekt vom Schloss Wachenheim als Geschenk und auch eine Erinnerung an das erste Rennen im großen Preis von Trier, von Memory Lab. Diesmal haben wir ein neues Flugfahrzeug, ganz elektrisch vom Hauptsponsor, vom Veranstalter, der die Veranstaltung gestützt, von den Stadtwerken in Trier. Von auch der längeren Jungen, der vorheimische Publikum mit für sein Radsportteam Hermann, als Nachwuchsfahrer sonst unterwegs, diesmal hier in Trier. Genauso wie der Peter Scherm.
Schauen wir jetzt mal, wie dicht. Jetzt Sprint um 25. 15 und 10 Euro. Sprint 25 und 10 Euro. 15 und 10 Euro. Ja, wer? Ja. Und Jumbo. Noch zwei Runden. Zwei Runden für Konrad Gessner. Zwei Runden für Nico Brenner. Für Joshua Hasse, für Joshua Hubert und für Andreas Wiesgarten. Noch zwei Runden sind zu fahren. Sprint, den kann sich einer absetzen, oder was entwickelt sich in der Spitzengruppe? Hier hinten unverändertes Bild. Team Erniger alkoholfrei, hält das Tempo hoch. Jetzt sieht man schön die Züge, wie sie fahren. Herrlich anzusehen. So werden wir dann auch, wenn es über den Sprint... Herrlichen Himmel hier in Trier. Ist ja wohl klar, wir haben das Wetter mitgebracht. Genau 16 Uhr ging die Sonne auf fürs Profirennen. Leider schade für alle, die vorher gefahren sind. Aber eine tolle Veranstaltung hat die Stadt bereichert. Und wenn es nächstes Jahr nochmal stattfindet, sind wir dabei. Das hoffe ich dann nicht. Wie ist es denn gelaufen für dich? Ja, am Anfang zu Hause, oder? Also, ja, wir sind ja irgendwann relativ früh weggefahren. Und dann haben wir das Ganze vorne, ja, sozusagen ein bisschen kontrolliert. Wir waren ja genügend starke Männer vorne. Und dann haben wir den Abstand immer ein bisschen gehalten. Haben überlegt, vorne reinzufahren. Und hinten raus wurde es dann nochmal einen Ticken härter, weil hinten auch beschleunigt wurde. Und dann im Sprint, ja, sagen wir mal so, der Kurs ist ziemlich verwinkelt. Man braucht nur gute Position und ja, genau. Das war nicht unbedingt das Beste dann, aber okay. Aber dann am Gönnen, sag du mal ganz kurz, beschreib die letzten Meter. Ja gut, war knapp. Ich an zwei um die Kurve rum. Nicht ganz so gut die Kurve bekommen, wie... mein Kontrahent und ja, gut, am Ende hat es dann nicht gereicht, aber war ja trotzdem eine schöne Veranstaltung hier. Das Wetter hat dann am Ende auch gepasst und ja, alles super. Ja, so vom Team Erniger alkoholfrei, Joshua Asel. Ja. Ja, vielen Dank, Jungs.
Die Bürgermeisterin überreicht den ersten Preis Memory Line hier. Martin Kasel hat das gemacht. Da sieht man so die Portalika und Memory Line, das ist dann der Kuss, der da abgezeichnet ist hier. Ne?